bei diesem wunderschönen Winterwetter, das uns leider dazu veranlasst hat, morgen nicht zu fahren, habe ich mal das nächste Projekt in Angriff genommen. Wie ihr seht, haben wir hier ein bisschen Chaos. Und zwar folgendes Problem. Wir haben auf dem Tisch zu wenig Ablagefläche. Also haben wir uns überlegt, hier unten in die Schiene eine Ablagefläche dran zu machen mit zwei Stützen, die man dann auch wieder entfernen kann. Die Schiene ist ja eigentlich dafür da, um diesen Tisch mit den entsprechenden Haltern da vorne als Notbett zu machen. Da wir das aber nicht müssen, will ich da unten eine Ablage hin haben. Problem ist, das muss wieder entfernbar sein, damit wir an die entsprechenden Kisten auch drankommen. So, Platte habe ich mir schon geschnitten. Und die Aufdeckung, die ich dafür brauche, habe ich mir auch schon zusammengeleimt. Und morgen zeige ich euch dann, wie ich das konstruiert habe. So, bis später. Das ist die Aufdeckung. Die ist für diese Halter. Kommt hier drunter. Wird verschraubt und dann wird dieses Teil mit dieser Platte verschraubt und die liegen dann hier drunter. Wenn das arretiert ist, dann ist das hier oben bündig und das Loch hier an der Seite ist, damit ich mit dem Finger da drunter komme, um die Arretierung wieder zu lösen. Aber das seht ihr später. Platte wird dann noch mit der Kurve klebt und natürlich Anleimer dran und dann wird das wohl ordentlich aussehen. Wir werden sehen. So sieht das jetzt aus. Kasche mit verriegeln und dann gehen wir mal gucken, ob das jetzt passt. So, rein in die gute Stube. Schauen wir mal, ob dieses wunderschöne Brett, wunderschön ist übertrieben, aber ob das jetzt passt. So, das passt schon mal. Hält da wunderbar drin. Jetzt kommen hier unten noch die Füße drunter zum Schrauben. Und dann Kante noch rund machen, Anleimer dran, bekleben. Mittlerweile habe ich dann auch die Aufdeckung gemacht, um vernünftigen Kantenleimer drum zu kriegen, aber vor allen Dingen sollen ja hier die Füße mit runter. Aber ich muss die zuerst rund machen, um zu sehen, wo ich die am besten platziere. Bis gleich. Und so komme ich mit neuen dicken Fingern hier nicht rein, um das zu entriegeln. Ich muss das jetzt hier wegschneiden, damit ich besser da rankomme. So ist das wesentlich besser. Jetzt komme ich nämlich auch mit den Fingern da unten dran, um den Hebel wieder hochzudrücken. So wird er entriegelt. Und wenn man da drauf drückt, dann kommt diese Verriegelung raus. Leider muss man da unten drauf drücken,
Ansonsten funktioniert das Spiel nämlich nicht. Der Tisch wird zwar abgemacht, wenn wir fahren. Aber ich habe doch ganz gerne, wenn etwas fest ist. Gut. Jetzt haben wir noch ein kleines Problem beim Wegschneiden. Sind mir da zwei Stellen ausgebrochen oder drei eigentlich. Darum komme ich jetzt so nicht weiter. Ich muss da ein bisschen Git drauf tun und das aushärten lassen. Aber das ist das kleinste Problem. Ihr kennt das ja schon. Anleimer dran machen. Wie gesagt, an den Kanten immer schön auf Spannung halten. Sieht doch schon gut aus. Nimm es fest. Ja, dann lassen wir das ganze Spiel mal trocknen. Ich habe ja eben noch da den Kit drauf gemacht. Das muss ja auch noch trocknen. Nächster Schritt ist dann beischleifen. Das hier alles schön beischleifen und dann folieren. So, dann wollen wir das mal bekleben, wenn möglich faltenfrei. Das ist genauso Murks wie an den Scheiben. Fühlt sich schon mal gut an. Schön vorsichtig, damit man den Anleimer nicht beschädigt. Leider habe ich nur ein so passendes Material gefunden, ansonsten hätte ich das mit dem Bekleben mit Sicherheit nicht gemacht. Muss man nämlich höllisch mit aufpassen. Nochmal gut andrücken. Und dann hoffen wir mal. Dass das so hält und eigentlich halten soll. Also von hier an geht einfacher. Und so sieht das fertige Ergebnis aus und ich bin zufrieden. Nach dem Einbau sehen wir uns wieder. Ich habe noch was vergessen.
zwar habe ich hier noch eine Transportsicherung für meine Stützen gemacht. Einfach hier so ein Klettband unten festgeschraubt. Ihr kennt das ja im Wohnmobil, da rappelt ja alles Mögliche. Da muss nicht das, was ich hier baue, auch noch rappeln. So, die Stützen kommen da rein. Ich habe da in dem Teil von unten eine Einschlagmutter drin. Und habe dann erst dieses Teil hier aufgeschraubt, sodass die Mutter sich quasi selber sichert. So. Klippen wir das hier zusammen, damit das nicht unten sinnlos rumhängt. Na komm her. So. Und jetzt können wir mal einbauen gehen. Und so sieht das fertige Ergebnis aus. Ich weiß, dass das nicht das Dekor ist, was wir hier haben, aber es kam dem am nächsten. Und ich denke mal, unterm Tisch wird das nicht so auffallen. Wir schauen jetzt mal. Und ich denke mal, meine Frau wird zufrieden sein. Wir werden ihr gleich das mal fertige Ergebnis mal vorstellen. Ah, hast du fertig, wa? Alfred hat ja wieder gebastelt. Ich hatte ja letztens einen kleinen Spezialauftrag, Memoiren, Erinnerungswink gegeben. Und ich wollte eine Ablage für Tablet und was wir noch so mitschleppen haben, Zeitung, mal ein Kissen für unter den Tisch. Da ist es. Und was soll ich sagen? Das sieht verdammt groß aus, weil da ist normal, sitze ich da irgendwie so ein bisschen. Also werde ich das Ganze jetzt mal ausdrücken. Mein Tablet ist so, das Brett ist so. Ich probiere es mal aus. Am besten baut Alfred jetzt direkt den Tisch mal da drauf, weil momentan zeichne ich. Yeah! So, Chefe sitzt. Und jetzt? Bei vorne ist der Sitz mittlerweile schon ein bisschen durchgesessen, weil ich immer hier vorne sitze, beziehungsweise wenn ich hier längs sitze, die Füße früher aufstehen hatte, bevor ich ja unsere Dinette-Verlängerung hatte, beziehungsweise hier auch die Füße drauflege auf die Spitze, wenn ich vorne auf der Beifahrerseite gedreht hier oben Fernseh gucke, und deshalb sitze ich nicht mehr auf der Kante, sondern gern auch mal ein bisschen schräg hier so, und passt, ich komme noch an meinen Teller dran. Alfred hat den Bereich des Tisches ja eh immer eingemüllt, was nämlich jetzt nach unten muss. Ich hab das nicht eingemüllt, da ist kein Müll drauf. Doch, der hat da immer sein Gerümpel stehen und dann steht hier so 1000 Zeug. Dafür haben wir das Ding hier aufgehangen. Was ist da drin? Kabel, Fernbedienung, jede Menge Schrott. Und du bist ein Kurzkopf. Also, was soll ich sagen? Unsere, wie nennt man das? Under Table Board. Down Under Alfredo Board hat den Test bestanden. Happy Wife, Happy Life. Ich koche dir heute Abend auch was Leckeres. Oh wei. Es gibt Krabben.